Hallihallo, moin, willkommen zurück hier. Wir sind auf der Landkreis Rostock beim Milchbaron XXL-Projekt wieder unterwegs. Und ja, das ruckelt hier gerade ein bisschen. Es ist die erste Folge hier nach dem neuen Patch. Da sind ja immer so ein bisschen noch kleine Ruckler drin. Ja, was steht an? Wir haben hier die Mission auf Feld 46 abgeschlossen. Das heißt, wir bringen den restlichen Raps jetzt einmal kurz zur Verkaufsstelle. Dann muss der hier auf Feld 8 hoch, weil da haben wir die nächste Mission. So, der hat hier ein Problem, dass der Anhänger irgendwie nicht zuklappen will. Ah, jetzt. Ah, so, warte mal. Du warst beim Grasfahren, ne? Vom Silo zu den Fermentern, genau. So. Ja, hier wird weiter Gülle gefahren. Ja, noch ein paar Strohballen. Da haben die beiden noch ein bisschen was zu tun. Der auch. Ja, guck mal, der Drescher ist schon mal hier angekommen beim nächsten Missionsfeld. Ja, der kann gleich hier loslegen. Dann hoffen wir nur, dass der Abfahrer, ups, schnell hier hochkommt. So, dann machen wir hier mal einen Kurs. Fünf Vorgewende. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Drei reichen. Ja. Gut, du beginnst am ersten Wegpunkt, wie immer. Und dann gib Action. So, wir können mal gucken, ob wir hier noch Milch bekommen. Ups. Ja, es läuft was. Da machen wir den einfach an. Hier. Ja, da ist aktuell nichts. Ja, die Presse. Ja, wir lassen die erstmal nach Hause fahren. So, wie schaut es bei dir aus? 4 Minuten? Oh, entschuldigt, dass ich gerade wieder so rumhuste. Ich habe mir irgendwo ein bisschen was eingefangen wieder. Ich nehme gleich mal hier ein Hustenbonschi in den Mund. So, du bist unterwegs. Du bist am Grasfahren. Das ist ja auch sehr wichtig. Gülle. Wie viel Gülle haben wir denn? Gut, zeigt er uns hier nicht an. Dann müssen wir das über dieses Menü hier schauen. Gülle sind noch 157.000. Ja. Da kannst du noch ein bisschen was wegbringen. Das geht ja alles in unser zentrales Güllelager. Hier rein. Gut, da haben wir aktuell 50.000. Das wird dann gleich wieder weiter verteilt. Das haben wir ja so eingestellt. Zum einen, dass es hier reingeht, aber hier sind wir quasi voll. Hier in die BGA fehlt auch nicht mehr viel. Weiß gar nicht, ja, hier geht es dann als drittes rein. So, dann eben hier Stroh. Das läuft. So, wo ist denn der? Wo ist er denn? Der da. Der müsste doch mal bald beim Getreidehandel sein.
damit wir die erste Mission abschließen können. Ja, 48 Sekunden. Ach, guck mal, genau, hier ist der Händler, dann ist daneben der nächste Punkt. So, wir können aber schon mal gucken. Die Mission auf der 8, ach, geht auch zum Getreidehandel. Perfekt. Als wenn man es geahnt hätte. Gucken wir mal, da wird ja wieder ein bisschen Geld bei übrig bleiben. So, ja, muss entladen werden. Werden wir gleich machen. Irgendwann müssen wir wirklich hier noch einen zweiten LKW oder den Traktor mit als Abfahrer dazusetzen. So. 100. 100, sehr gut. Und ja, 13.000 extra, immerhin. Aber 72, das schmeckt. So, dann fahr du mal abfahren. Wir können ja mal hier schauen, wie es in den Fermentern aussieht. Ja, da passt überall fast noch eine halbe Million rein. Dann machen wir das doch mal so, dass wir versuchen, das Gespann hier mal leer zu bekommen. Na gut, zur Not können wir das Zeug auch einfach wieder drüben beim Futtermischer abladen. Weil dann würde ich den nämlich gleich als weiteren Abfahrer einsetzen. So, ist nicht leer geworden. Gut, ja, dann schmeißen wir das. Ich hoffe, dass das wieder in den Futtermischer zurück geht. Ansonsten geht es halt ins Lager. Weil wir brauchen einen zweiten Abfahrer da oben auf dem Feld 8. Gut, da können wir es schon mal nicht zwischenlagern. Ja gut, dann eben oben ins Silo. Oder wir fahren noch mal einmal durch einen von den großen Stellen durch. Vielleicht kriegen wir es da los. Es sind ja nur 12.000 Liter. Schön, wenn man nicht sieht, wo man hin muss. Ah, guck mal, der erste Anhänger ist leer. Ja, komm, dann fahren wir jetzt noch in den nächsten Stall rein, dann müsste das doch passen. So, dann machen wir hier schon mal. Ja, gerade fahren und hier eintackern ist gar nicht so einfach. Verkaufsstellen. Wir haben gesagt Getreidehandel. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Stall da noch treffen. Geh auf. Na, kommt hier mal irgendwann das Abladesymbol?
So, guck mal, leer. So. Der ist da, der ist hoffentlich mal langsam Richtung Feld 8. Wir müssen mal hier gucken, wie viel Gras wir noch haben. Ja, 1,5 Millionen. Es wird weniger. Ja, und der wartet hier und wartet und wartet. Aber ja, guck mal, der ist da. So, wie schaut's denn aus beim Güllelager? Das ist aktuell so der immer noch der spannendste Punkt. Wir haben 100.000 drin. Und hier brauchen wir noch, was haben wir gesagt? Das sind 20, 120.000, dann wäre der hier voll. Ich würde nämlich gerne sehen, dass der Fermenter 3 auch endlich Nachschub bekommt. Aber ich glaube, das kriegen wir heute nicht mehr in diese Folge. Das wird ein bisschen eng werden. Wir haben jetzt noch 20 Minuten in-game. Nee, das schaffen wir nicht. Ja, auch egal. Dann machen wir, sehen wir das am Mittwoch. So, hier wird erst einmal abgeladen. So, und hier wird fleißig die Fermenter befüllt. Das ist ja aktuell auch sehr wichtig, dass das erledigt wird, so im Hintergrund. So. Warum hast du nur so wenig Gülle? Kann mir das jemand sagen? Es müsste doch noch mehr da sein, oder? Es sind noch 148.000 verfügbar. Nicht so gut, nicht so gut. So, wir können uns aber überlegen, ob wir danach noch ernten wollen oder ob wir Ballen pressen wollen. Ein bisschen Silage ballen und teuer verkaufen wäre doch nicht schlecht. So, gucken wir mal. Wenn da, das wäre Silage. Das wäre Silage. Wenn da, wenn da, wenn da. Silage, 44.000. 40.000 auch. Die dürften vermutlich direkt nebeneinander sein. Das heißt, schneidet das Gras auf Feld Presse zu Ballen, Feld 55. Nehmen wir. Feld 55. Kollege, du weißt, was zu tun ist. Weil das geht ja relativ schnell mit dem Mähen. Das heißt, da können wir direkt die Presse hinterher schicken. Und die Presse darf danach dann das Stroh machen. So. Ja, gucken wir mal, ob er jetzt noch mal Gülle bekommt, weil wie gesagt, das war jetzt ein bisschen
sehr komisch, dass der da eben nur 3000 Liter geholt hatte. Ach, hier ist der Graselfahrer unterwegs. So, ja gut, er lädt wieder. Kommt, dann machen wir mal hier ein Bild. Okay, er fährt schon wieder weiter. Dann wird, wollen wir, das ist der Stall hier. Ist der leer? Gülle 0, Tatsache. Und wie schaut es dann hier aus? Ja, hier sind noch 133.000. Naja, der wird schon wissen, was er macht. Wird blockiert. Ach, der Drescher mal wieder. So, wir haben gesagt, wenn irgendwo Bäume im Weg sind, dann verschwinden die auf wundersame Weise. So. Ja, guck mal, der ist jetzt auch gleich da. Das ist auch sehr gut. So. Nee, 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 du fährst jetzt nicht darüber. Du lädst jetzt hier erstmal auf. So, guck mal, jetzt kannst du zur Gärresteanlieferung fahren. Oder wir fahren. Wir fahren. Damit wir auch mal irgendwas Produktives noch gemacht haben in dieser Folge. Ah, wir sind schon wieder fast am Ende. Das ist nach wie vor Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Oh, komm, brems! Ei, ei, ei. Ja, wie gesagt, dann gucken wir mal, ob wir den so viel Gülle jetzt dann haben, damit der Fermenter. Ja, komm, das nehmen wir jetzt einfach noch mit. Ich lade jetzt hier einmal ab. Und dann drehen wir die Zeit ein bisschen schneller vor, damit wir über die 9 Uhr noch kommen. Und den Punkt nehmen wir noch mit. Ich will, dass der Fermenter 300 mit Gülle in Betrieb geht. Das müssen wir doch hinbekommen. So, aber bis der ablädt, machen wir noch mal einen Check. Ja, Ballen sind noch einige. Ja, den hätte man vielleicht vorher mal tanken sollen. Warte mal, ja. Sagen dem mal, dass er tanken fahren soll. So, hier wird gedroschen. Ach ja, guck mal, der ist wieder da. Dann gucken wir mal, dass wir den noch Milch laden.
So. Du brauchst aber ganz schön lange hier, um das. Ja, genau, das wollte ich ja noch mal angucken. Guck mal, da fällt mir es wieder ein. Die Entladegeschwindigkeit von den Fässern wollte ich mir noch angucken. Schaffen wir bis Mittwoch. Bis zur nächsten Folge sollte das klar gehen. So, komm. 8000 Liter, dann können wir ein bisschen Gas geben hier mit der Zeit. Ich habe den Finger schon auf dem Tempo-Button. Komm, wir gehen jetzt hoch. So. 9 Uhr ist es. Und wir gucken mal hier rein. Fermenter 300 hatte schon mal 31.000 Gülle. Also das läuft. Wir sind hier voll. Wir sind hier voll. Und jetzt wird der Überschuss dann eben hier rein. Das heißt, wir machen hier jetzt auch noch mal zusätzlich ein bisschen Strom. Ist ja auch gut. So, aber ihr Lieben, das war's jetzt. Wirklich, wir haben jetzt ja, 2 Minuten überzogen, aber muss manchmal sein. Also, Mittwoch geht's weiter, schaut dann wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.